Und damit hallo und herzlich willkommen zur 53. Folge des Morwide Let's Plays, mit dem mittlerweile längsten Let's Play Format, was ich verfolge und was noch wesentlich länger gehen wird, weil wir sind gerade mal... Aufmerksamkeit ehrt mich. Wir sind gerade mal am Anfang, am Ende der Mainquest oder kurz vor, ich weiß nicht, wie lange die Mainquest noch geht. Und wir haben ja danach noch die beiden Add-ons vor uns, also ist noch richtig viel zu tun. So, kurz als Stand für euch, wir sind gerade dabei gewesen, dass wir uns bei diesen ganzen Stämmen als Horator oder der Ravine ernannt haben alle durch, außer das Ushilakur-Lager. Jetzt habe ich schon gelesen, wir sollen mit Zul'Matul reden, also mit ihm. Er macht uns irgendwie zum Horator. Wie, weiß ich noch nicht. Das kriege ich jetzt raus. Letzte Folge hatte ich keine Zeit, vollständig zu lesen. Demzufolge rede ich jetzt mit ihm und schau mal, was er sagt. Ja, Dingfans, ich verspreche euch meine Hilfe. So, eine Ravine. Ihr habt euch den Prüfungen gestellt und sie bestanden. Es liegen noch mehr Prüfungen vor euch. Er soll mich zum Neravine ernennen. Oh, Verzeihung. Sind nichts als Worte. Ich würde euch eure Taten beurteilen, den Taten des Kriegers. Ernennung des Neravine. Das wollte ich doch. Um die Prophezeiung zu erfüllen und die vier Stämme zu vereinen, müsst ihr von jeder der vier Stämme von Farenfalls und Neravine ernannt werden. Wenn ihr die Geschichte zum Ashkan jenes Stammes vortragt, meine Güte. Wenn ihr eure Geschichte dem Ashkan jeden Stammes vortragt und eure Beweise vorlegt, solltet ihr euch im Namen ihres Stammes als Neravine anerkennen. Vielleicht wird das es nicht ganz so einfach. So steht es da, oder? Vielleicht wird das nicht ganz so einfach. Ein Ashkan könnte beispielsweise einen Gefallen fordern und vielleicht werden die Grabenruhm nicht so ohne weiteres einen Fremdländer als Neravine akzeptieren. Ja, nur noch du sollst es tun. Ushilakur Neravine. Nun gut. Ihr möchtet also zum Neravine ernannt werden. Ich kenne euch und bin geneigt, dies zu tun. Aber zuerst sollten wir über Bedürfnisse und Pflichten sprechen, bevor ihr zum Neravine ernannt werdet. Mein Gott, heute ist mit Vorlesen hart, ne? Merkt ihr das? Aber zuerst sollten wir über die Bedürfnisse und Pflichten sprechen. Bevor ich euch zum Neravine ernenne, müsst ihr versprechen, warum wir einen Kriegsherrn benötigen. Müsst ihr verstehen, warum wir einen Kriegsherrn benötigen. Damit ihr dies den anderen mitteilen könnt. Und bevor ich euch zum Neravine ernenne, muss ich euch noch prüfen, ob ihr eure Pflichten kennt. Erst wenn wir diese Dinge besprochen haben, könnt ihr zum Neravine nennen. Also, Bedürfnisse. Lernt die Worte der Prophezeiung des Fluches Dagoth Ur und des sechsten Hauses. Nochmal. Lernt diese Worte. Der Fluch des Dagoth Ur und das sechste Haus bedrohen unser Land. Die falschen Götter lügen und bitten eine falsche Hoffnung auf Schutz. Dies ist der Mond und Stern der Nerevar, den ihr da tragt. Azura hält ihre Hand über euch. Das sind die Beweise, die ihr als Ushilakur Neravine alle zeigen müsst. Okay. Pflichten. Ihr sollt Neravine aller Stämme und Horator aller Pflichtenhäuser sein. Ihr sollt die Sünden des nicht betrauerten Hauses vertilgen und die falschen Götter befreien. Ihr müsst das sechste Haus und Dagoth Ur besiegen. Ihr müsst das Tribunal von seinen Fluch befreien. Das ist die Bürde der Prophezeiung. Das ist die Pflicht des Neravine Ushilakur. Ja, schön. Ah, von meiner Hand... Was? Von meinem Herd? Und mein... Steht ernsthaft Herd. Vor meinen Herd und den meinen und vor dem Volk des Ödlands ernenne ich euch zum Ushilakur Neravine. Also er nennt mich vor seinem Herd zum Ushilakur Neravine, ne? Vor seinen Herd. Kriegsherrn der Ushilakur und Protektor des Volkes. Zum Zeichen dafür gebe ich euch die Zähne, die alle nun mal anzeigen sollen, dass ihr den Neravine seid und dass euch die Ushilakur folgen sollen in allen Dingen, selbst in den Tod, bis der Feind geschlagen ist und ihr selbst gefallen seid. Oder ihr selbst gefallen seid. Oder bis dass ihr mir dies in meine Hand zurückgebt. Okay.
Damit sind wir also auch für ihn in der Ravine und haben jetzt hier noch die Zähne bekommen. Lähmung widerstehen 10% auf sich selber. Ich hab mir gerade. Ja. So, jetzt sitze ich wieder ordentlich. Das heißt, wir sind jetzt für alle in der Ravine. Auch für den letzten Stamm, während es hier sehr windig ist. Und können jetzt theoretisch in diesem Ding hier auch noch das durchstreichen. Was eigentlich sinnlos ja. ist. Kann ich euch irgendwie bilden? Und gehen jetzt in die Hütte zu, von der weißen Frau. Hallo, wir haben die vierte Prüfung geschafft. Gefällt dieses Land. Ihr seid in wir der Ravine. Heißen euch willkommen. Ihr seid in der Ravine. Fragt und ich werde euch zum mit Azuns Segen antworten. Dritte, erste, zweite, fünfte Prüfung. Ihr seid von den vier Stämmen des Warenfalls zum Ravine ernannt worden. Ihr habt diesen Teil der Prophezeiung erfüllt. Usche Lakurs Amenso und Seinab und Krabben Hablabla haben alle euch zum Ravine ernannt. Ihr habt die fünfte Prüfung bestanden. Die sieben Visionen stellen. Die sieben Visionen. Der ganze Titel der Prophezeiung ist sieben Visionen der sieben Prüfungen des Fleischgewordenen. Hört zu, ich werde euch die Verse aufsagen. So. Ich lese es, soll ich es nochmal vorlesen? Wir kennen das eigentlich schon. Sieben Prüfungen. Was er berührt, das soll getan werden. Was unerledigt ist, das soll beendet werden. Die erste Prüfung unbekannten Eltern sind an einem bestimmten Tag geboren. Fleisch geworden, Mond, bla bla bla. Mich interessiert hier die sechste Prüfung. Sechste Prüfung. Ich lese mal noch weiter. Er ehrt das Blut des nicht betrauten Stammes. Er isst ihre Sünde und wird wiedergeboren. Siebte Prüfung. Seine Gnade befreit die verfluchten falschen Götter und heiligt die Geborenen. Heilt die Gebrochenen, erlöst die Wahnsinnigen. Ein Schicksal. Er spricht das Gesetz für das Volk und Veloth. Er spricht für ihr Land und nennt sie groß. Was bedeutet diese Prophezeiung? Sie sagt uns, wer denn der Ravine sein wird und welche Prüfungen er sich unterzeichnen muss. Bevor er sein Schicksal erfüllen kann. Einige Teile verstehe ich, einige Teile nicht. Ich werde euch fragen, werde eure Fragen so gut es geht beantworten. Doch ich kann nicht so tun, als ob ich alles verstünde. Sechste Prüfung. Ich war blind, aber Azunas Stern hat mich durch meinen Traum geführt. Vives Hohepriester Saroni bat darum, euch zu sehen, wenn ihr Horator und Neravine seid. Geht zu ihm und verlangt, mit dem falschen Gott Vive zu sprechen. Vive hat versucht, Kakrenas Artefakte zu verbergen. Das Ding einmal anklicken. Aber ihr werdet sie benötigen, wenn ihr vor Dagoths Uhr steht. Holt Kakrenas Artefakte von Vive. Sie sind der Schlüssel zu den Rätseln der sechsten und siebten Prüfung. Kakrenas Artefakte. Die verlorene Prophezeiung heißt, die mit einem Stern gesegnete Hand schwingt die dreimal verfluchte Klinge. Gilvas Barelo erzählte euch von Kakrenes Artefakten. Mit diesen verzauberten Gegenständen ist es dem Tribunal möglich, Kraft aus Lorkhans Herz zu gewinnen. Eines davon ist die Seelenklinge. Eure mit einem Stern gesegnete Hand muss die Seelenklinge schwingen. Wenn Vive diese Klinge hat, so ist es eure Bestimmung, dass ihr ihn die abnehmt. Okay. Das heißt, unsere nächste Aufgabe ist jetzt, dass wir uns diese Artefakte besorgen. Und so wie es aussieht, kriegen wir keine weiteren Infos, außer... Jetzt muss ich überlegen. Und zwar, es gab mal eine Stelle im Spiel, da hat jemand zu uns gesagt, wir sollen, wenn wir mit allen fertig sind, uns mit denjenigen treffen. Aber ich weiß nicht mehr, wer das war. Wenn ich jetzt hier weitermache... Und gucken mal, was hier da steht. Go to the temple contain in Vivid and meet den hier. Sehen soll ich eigentlich treffen. Und der ist im Tempel in Vive. Tempelkanton. View and Map wird mir hier nicht angezeigt. Ich würde sagen, wir suchen den einfach mal. Wir weiterlesen wir nicht. Das Einzige, was ich mir jetzt halt geben lassen habe, war die Info.
Der Rest ist erstmal uninteressant. Und dann machen wir uns auf den Weg dahin. Nach Vive. Vive ist, das ist das Schöne, wir sind hier oben und wir müssen jetzt nach da unten in den Tempel. Wunderschön. Also wir haben einen weiten Weg vor uns. Da lang. Und wie gesagt, dass ich mit diesen Informationen manchmal hole, liegt einfach nur daran, dass es wesentlich simpler ist, wenigstens ein, zwei Sachen zu erlesen, weil sonst hätte ich jetzt nicht gewusst, wie ich rauskriege, warum ich das machen muss. Leiche besiegen. Beseitigen. Und falls jemand darauf keine Lust hat, dass ich mal nachgucke, es tut mir leid, ich habe schon so oft gemacht. Ich werde davon jetzt nicht mehr wegkommen, dass ich mir die Lösung anschaue. Das Spiel bietet mir ja keine Möglichkeit, dies in Erfahrung zu bringen. Und wenn, hätte ich mir jetzt wieder irgendeine Information merken müssen. Weil ich bin der Meinung, irgendein Priester hat mir mal gesagt, wenn ich Kurator der Ravine von allen bin, dann solle ich zu ihm kommen. Bin der Meinung, dass das mal passiert ist. Kann mich aber nicht mehr daran erinnern, wer das war, wann das war, sodass ich nachgucken könnte und wo er mich hingeschickt hat. Diese ganzen Informationen sind in meinem Kopf nicht mehr gespeichert, was aber auch daran liegt, dass... Na, ihr müsst überlegen, wenn das jetzt die 53. Folge ist, dann ist das Let's Play demzufolge schon 53 Tage alt, weil ich nehme ja pro Tag nur eine halbe Stunde auf. Demzufolge ist diese Information wirklich sehr weit weg. Und wenn das mal angenommen in der 30. Folge war, dann ist das nicht nur zwei Wochen her, dann ist das schon... wie lange ist das dann her? Mal hier. So, dann ist das 20 Tage her, das sind 3 Wochen sogar fast. 21 Tage sind 3 Wochen. Demzufolge, I don't know. Ich kann mich auch nicht mehr an alles erinnern. Und das ist auch normal bei mir, dass ich mir Story-Elemente manchmal nicht hundertprozentig detailliert merken kann. Und vor allen Dingen mein Kopf aktuell bei der WC3-Story ist. Ich weiß nicht warum, aber ich finde die WC3-Story einfach so cool. Und bin da auch gerade mittendrin. Und ja, ich muss sagen, dass mich WC3 mehr fesselt als das hier. Und es wurden übrigens schon einige interessante Spiele vorgeschlagen. Also ich weiß wahrscheinlich schon, was die nächsten beiden Let's Play-Serien werden. Steht eigentlich schon so grob fest. Hundertprozentig noch nicht, aber so grob wird es darauf hinauslaufen. Und zwar einmal Bioshock. Weil das jetzt auch der HD-Remake gekommen ist. Und da würde es sich wieder lohnen. Da könnte man alle 3 Teile am Stück durchspielen, bis Bioshock Infinity. Und das andere wäre halt Witcher, und da auch alle 3 Teile. Mir wurde zwar gestern schon erklärt, dass ich bei The Witcher nicht mit Teil 1 anfangen soll, weil man bei Teil 1 tatsächlich in so einen Devlog kommen kann. Also ich erzähle es einfach mal während des Morrowind Let's Plays in eine andere Richtung. Und das ist die Montagsfolge, ich nehme sie am Sonntag auf, das heißt also am Samstag war dieser Livestream, dieser Community Gameplay, und da wurde mir das erklärt. Und zwar bei The Witcher 1 kann man in einen sogenannten Devlog kommen. Und das bedeutet, das Spiel sagt zu mir, ich soll zum Beispiel einen Skillpunkt dort rein verteilen. Oder das sagt es mir nicht, aber ich kriege ein Level ab und verteile meinen Skillpunkt. Aber das ist eigentlich falsch, ich soll den Skillpunkt nicht verteilen, die Story führt mich dann da schon nach hin. Und das ist der große Nachteil bei The Witcher 1. Bei der 2 soll das auch so sein, dass wenn ich das mache, dieses Spiel spiele, müsste ich tierisch aufpassen, dass ich nicht irgendwie in einen Devlog komme und dadurch nicht weiterkomme. Und da wurde mir halt noch erklärt von vielen anderen, von vielen, dass man halt bei The Witcher immer sehr viele Entscheidungen trifft und dass die Leute cool finden. Ich bin ganz ehrlich, ich finde Entscheidungen treffen in Spielen nicht ganz so toll. Also ich treffe schon grundsätzliche Entscheidungen, aber den ganzen Tag irgendwelche wichtigen Entscheidungen treffen, finde ich nicht so geil. Vor allen Dingen nicht bei Sidequests. Da bin ich immer so einer, ja, lass mich in Ruhe. Ihr habt ja bestimmt schon gesehen, wie viele Sidequests ich hier bis jetzt gemacht habe. Es sind genau 0. Und ja, ich weiß, man kann Morrowind schneller durchspielen. Man muss es nicht so kompliziert machen, wie ich es mache. Aber es ist halt langweilig. Warum sollte ich einfach bloß einen Speedrun machen? Oh, guck mal, da ist der Endboss. Da ist er tot. Fertig. Keinen Sinn drin, ne? Wie ich das hier mache, macht es mir persönlich mehr Spaß. So lerne ich auch das Spiel kennen.
So, jetzt sind wir hier schon angekommen. Der Weg ist verdammt kurz geworden, wenn man quatscht. Und diese beiden Spiele sind tatsächlich also die, wo ich drüber nachdenke, die als nächstes zu Let's Playen. Wo ich wahrscheinlich auch dann das einfach drauf lenken werde und sagen, ich möchte das gerne spielen. Wollen wir kurz schlafen gehen und verkaufen? Ich sag mal, ja. Machen wir. Können theoretisch mal ein bisschen was hier mitnehmen. Dass wir, wie viel Gold? 10.000 haben wir, dass wir wieder Gold haben. Ja, haben wir noch ein bisschen was bei uns drinnen liegen. Wir müssen ja bloß kurz im Kopf durchrechnen, wie viele Leute wir haben, wo wir was verkaufen können. Das sind ja nicht viele. So, zack, hier rein. So. Wir müssen ein was davon, können wir mitnehmen und können es direkt an den da unten verkaufen. Dann nehmen wir hier mal diese Klinge mit. Die verkaufen wir unten. So, hier nehmen wir die Köpfe mit. Da haben wir einen Händler, zwei Händler, drei Händler, die wir einfallen, die den Kopf mir abkaufen würden. Hier können wir noch diese Kleidung mal hinlegen, da unten. Die nehmen wir eh nicht. Den Bogen wollte ich aufheben. Oh Mann, habe ich viel Loot gekriegt, ey. Den Ring legen wir auch mal weg und das hier auch. Haben wir noch mehr, was wir unbedingt verkaufen könnten? Wir haben diese drei Händler. Das ist einmal der beim Kriegerlehrer, die zwei, die davor stehen. Der Rest hat eh nicht viel Gold. Das bringen wir zu Dingens runter. Nach Ebenherz. Genau, so machen wir es. Und das verkaufen wir fix bei der Alchemie. Ich wollte schon sagen, ne? Das schöne Wort mit bei der Alchemiefrau. Möget ihr das, haltet ihr von Balmora. Ich bin bereit. Sprecht nur. Und mit diesen, wenn ich diese drei Teile durchspiele, also, ich meine, ihr müsst überlegen, wie lange bin ich jetzt hier noch mit Dingens beschäftigt, mit Morrowind. Das wird auch noch eine ganze Weile dauern. Wenn ich danach noch Oblivion durchspielen will, Flint können wir verkaufen, das behalten wir. Und dann erst mit dem nächsten anfange, wisst ihr, wie lange das hier noch gehen wird. Also Skyrim war ja tatsächlich der kürzeste Teil und auch der wirklich auch langweiligste Elder Scrolls Teil. Also, da kann ich echt nur hoffen, dass der nächste Teil besser wird und dass das mehr eine Kaufempfehlung ist als Skyrim. Skyrim ist für mich einfach nur modded till it breaks und macht keinen Spaß. So, hier ist ein Vendor drinne. Nun. Ja, hier? Handeln. Er gibt mir sogar nur 1700 dafür. Das ist aber nicht schlimm. Und dann haben wir hier einen Händler drinne. Der so einen Helm sogar schon hat. Und dann haben wir noch hier einen Händler drinne. Handeln. Da. Er gibt mir nur 800 für den Kopf. Really? Ach komm. Geschenk von mir. Jetzt könnten wir uns noch schlafen legen, damit unser Leben voll werden. Wir können es aber auch lassen. Ich würde mal sagen, wir lassen es. Das Level-Up kommt auch nicht so schnell. Noch 4 Punkte und ich wüsste jetzt aktuell nicht, wo wir das Stoff... Wir könnten mal schauen. Das ist eigentlich eine gute Idee. Und zwar Schmied. Wir haben Schmieden noch nicht gelernt. Und zwar, jetzt gucken wir da mal nach. Morrowind Skill Trainers. Da. Und dann suchen wir von Armorer. Und da haben wir, wissen wir, dass er da unten ist. Hier unten wollte ich die Complete-List haben. Er kann es uns bis 70 beibringen. In der Balmora kann es uns 4 Punkte weiterbringen. Wayne. In Balmora. Guild of Fighters. Das müsste die Kriegergilde sein. Mal schauen. Da gibt es uns noch 4 Punkte und dann hätten wir unser Level ab. Aber höher wird Schmieden dann nicht. Mal gucken. Du bist es nicht. Er bildet es uns aus. Ausbildung, Schmieden. Nun gut. Seid willkommen. Worüber sollen wir sprechen? So, und? Ja, höher geht nicht, richtig? Oh doch, es geht noch höher. 55. Dann gehen wir erstmal ganz kurz schlafen. Und schauen mal, wie hoch er uns das tatsächlich beibringen kann. Oder steht hier was anderes noch? Wie hoch er das beibringen kann? Wohin? Eigentlich steht hier da 54. Okay.
gehen wir kurz schlafen. Wie gesagt, bei dem, wo es bis 100 geht, da wurde ja schon gesagt, dass das durch einen Bug nicht möglich ist. Also was wurde es gesagt, so steht es in der Wiki. Ob die Wiki noch aktuell ist, keine Ahnung. Kann auch sein, dass sie vielleicht irgendwie was geändert haben. So, damit machen wir Geschicklichkeit fertig. Ich nehme hier noch Willenskraft hoch und Schnelligkeit. Und ab jetzt geben wir die ganze Zeit immer Schnelligkeit, Glück und einen dieser beiden Werte. Immer im Wechsel. Erstmal schauen wir jetzt, ob er uns noch Dingens weiter beibringen kann. Schmieden. Möget ihr das finden? Was? Ich glaube aber nicht, aber wir gucken nach. Hab keine Angst. Ich werde. Hasse es, wenn ich irgendwo angequatscht werde. Ausbildung, Schmieden. Jetzt kann es nicht mehr höher. Okay, er konnte einen Skillpunkt höher, als dort da stand. Gut, gut. Die nächsten sind etwas woanders. Wo sind die weit weg? Im Zainab-Lager ist noch einer. Und wo ist das Drenplaton? Ach, das war das. Da könnte man theoretisch sogar hin. Ist aber auch eine ganze Ecke weg. Wie viel Gold haben wir denn jetzt? 13.000. Das verkaufen wir gleich noch. Ja. Ja. Könnten wir hinlaufen. Wäre dann das Problem mit dem Schlafen da unten, dass wir dort nirgendwo schlafen können. Wo wollt ihr hin? Ich möchte gerne nach Vive. Danke. Wollen wir das noch fix machen? Wo wollt ihr hin? Dass ich fix einmal auf das Plateau da renne und meinen Schmieden auf so hoch skille wie möglich. Einfach bloß, wie hoch geht's denn dann? Bis auf 69. Das wären nochmal fast 10 Punkte. Doch, das machen wir. So dreist bin ich. Dann laufe ich gleich noch dorthin und skill das hoch. Es tut so gut, euch zu sehen. Reisen. Und wie gesagt, ich spiele ohne Mods, falls ihr jetzt denkt, ich weiß. Ich kann es jetzt mal kurz nochmal vorlesen, weil wir gerade bei dem Thema sind. Ich stelle mich kurz hier wohin, wo es nicht so laut ist. Hier hin. So. Hier steht in der Wiki drinne, aufgrund eines Glitches, ist es nicht möglich, bei ihm zu trainieren. Es gibt Third-Party-Programme, die diesen Fehler korrigieren. Ich möchte aber keine dritten Programme installieren. Ich nehme das so, wie es ist. Und alle Bugs, die das Spiel hat, die hat das Bug. Die hat das Spiel. Und die werde ich auch nicht ändern. Demzufolge, nein. Es ist so, wie es ist. Ich werde es nicht modden, bloß damit ich Schmieden skillen kann. Punkt. Diskussion zu Ende. Interessant wäre, ob man bleibt in Bewegung. Ob das tatsächlich ein Glitch ist. Oder ob es vielleicht irgendwie. Das könnte man ja mal ausprobieren. Ich mach mal kurz Quick Save und. Ach nee. Nee, wir machen kein Quick Save. Ich hätte jetzt überlegt, ob ich ihn Gold spende, aber ich glaube, ich habe das schon mal gemacht mit dem Gold spenden, dass ich ihn hochgespendet habe. Ich glaube, er bietet mir die Dienste erst wenn es eine gewisse Logik gibt vielleicht, aber die hat keiner entdeckt und alle denken, das ist ein Bug. Ich weiß es nicht. Ich will es jetzt auch nicht drauf anlegen und stundenlang danach suchen. Ich kümmere mich jetzt nur um meinen Charakter noch fix, bevor wir weiter unter Sonne und Himmel in der Story vorangehen. Und wie gesagt, nachdem wir die Hauptstory fertig haben, was ja noch eine Weile dauern wird, oder ich weiß es nicht, ich weiß tatsächlich nicht, wie lange die Hauptstory jetzt noch dauern wird, werden wir danach ja noch Dingens machen müssen. Nicht müssen, aber wollen. Und zwar hier, das Bloodborne und das Tribunal-Add-on. Und daran werden wir bestimmt noch eine Weile hocken. Denke ich zumindest. Das muss die Frage, fange ich die Let's Play-Folgen dann neu an zu zählen, so wie ich es eigentlich bei WC3 und Starcraft auch gemacht habe, dass jedes Add-on seinen eigenen Nummernkreis hat. Aber dann würde man müsste ich theoretisch von vorne anfangen und müsste sagen, ich gehe direkt in das Add-on rein, was ich eigentlich nicht will. Demzufolge muss ich sagen, versuche ein Spiel in ein gewisses Format reinzudrängen und das Spiel wird es dir immer wieder heimzahlen und dir sagen, nein, Spiele kriegst du nicht in Formate. Also, schwierige Entscheidung. Ich denke, ich werde es weiterlaufen lassen mit der einfachen Begründung, dass ich alle Add-ons in einer Nummer reinziehen werde und werde dann später immer anders rechnen müssen. So, wir könnten das dann aber so machen, dass ich die Folge entsprechend umbenenne. Jetzt suchen wir Albanibus Albea Trimsidura im Zainab. Nee, den suchen wir nicht. Ich habe gelogen. Wir suchen Avus Belvivol, der hier irgendwo
Storage Shack. Der hier irgendwo rumsteht, Avus Belvivo. Den suchen wir. Und so wie das aussah, sie wohnt ja in einer dieser kleinen Hütten hier. Mal schauen, ob das stimmt. Hellwigs Hütte. Ein Lager. Doofs Hütte. Helvalas Hütte. Edhans Hütte. Kann ich euch helfen? Das sah zwar so aus, aber ich habe ihn hier nicht gesehen. Er könnte noch da oben sein. Aber hier. Turmhütte. Lalo irgendwas, auch nicht. Ja. Wie hieß er? Alvus Bevilo. Worum geht es? Works on the Damn Language Lifts. Hier steht bloß Storage Shack. Was heißt Storage Shack? Mein Englisch ist so scheiße, dass ich noch nicht mal weiß, was Shack heißt. Ach. Dict.cc. Warum geht die Seite nicht? Diese Seite will ich. Danke. Check. Heißt Hütte. In der Lagerhütte. Das heißt, er wäre nicht hier drinne. Doofs Haus, sondern das hier stand Lager dran, richtig? Ja. Da stand Lager dran. Haben wir hier draußen noch was? Nee. Was wünscht ihr? Wir können ja einfach nochmal in alle Hütten reingehen und gucken, ob wir ihn vielleicht doch sehen. Ich glaube zwar nicht. Wie heißt er? Avus. Avus Belfivo. So ein Scheiß. Und sieht wie aus? Oh, ist das Bild beim Groß an? So. Steht hier zufällig noch irgendwas dran, dass man an ihn nicht rankommt? Oder sagt man, dass man hier nicht zurückkommt? Avus is notable because it's the most skilled trainer of armor in the game. Only is the most skilled in doing oversight. He does not offer the Avus also offering an acrobats and blah. He is wearing a common shirt, which is the plants and the natural reason. Mein Gott, mein Englisch. Hier steht tatsächlich nichts da. Wo er genau sein soll. Ich vermute, er ist in dieser Hütte. Und ich will diese Hütte nicht aufbrechen. Fasst euch kurz oder geht. Kann ich euch helfen? Khajiit dienen gut. Wenn er jetzt in dieser Hütte ist, ist die Frage, wie ich hier reinkommen soll. Ohne mich irgendwie... Was sagtet ihr gleich? Strafbar zu machen. Jetzt schauen wir nochmal hier, ob er vielleicht doch hier irgendwo sein könnte. Das hier ist das Wachhaus. Ist das hier? Das ist das Lagerhaus. Ah, er könnte auch hier unten sein. Ich glaube zwar weniger, aber... Schauen wir doch mal. Hier haben wir einzustehen. Nö. Mhm. Mhm. Gut, hier ist er nicht. Oh, hier gibt es ja mehrere Gänge. Hier sind wir wieder draußen. Ist hier vielleicht noch ein Eingang in das Lagerhaus, was nicht ersichtlich ist? Nee, ich sehe nur diesen einen Eingang. Und da hat mich gerade schon verwundert, es geht einmal hier unten rein. Da war ich drinne. Und hier oben lang, da ist er auch nicht. Okay, ich habe keine Ahnung, wo dieser Vendor sein soll. In diesen beiden Hütten glaube ich nicht. Ich denke, er ist in dieser Hütte. Und jetzt machen wir Folgendes. Wir speichern jetzt einmal und testen das, ob er da drin ist. Dietrich des Meisters, komm. Kann ich euch helfen? Ja,
Er ist tatsächlich hier drinne. Es hat auch niemanden interessiert, dass ich das Ding einfach aufgeschlossen habe. Was braucht ihr? Okay. Dann bilden wir uns jetzt hier aus im Schmieden. Während die halbe Stunde rum ist. Das heißt, wir machen kurz eine Aufnahmepause, machen direkt im Anschluss weiter. Ich bilde jetzt hier ganz kurz Schmieden aus, bis zu dem Punkt, wie hoch er es maximal skillen lässt. Schlafen kann ich hier, glaube ich, eh nirgends. Und wenn, dann würde es mich wundern. Wir können auch notfalls noch mal kurz nach Balmora reisen, bevor wir da irgendwas verschenken. Egal. Ich bedanke mich also fürs Zuschauen. Lasst mir einen Daumen nach oben, da gebt mir Feedback. Ich freue mich über jeden Scheiß und sage wie immer zum Schluss, tschö mit Ö.